Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres HSV-Checks nach dem Spiel bei Fortuna Düsseldorf. Mein Name ist Achim Leoni und ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Henrik Jakobs live aus dem Zug. Ich glaube noch in Düsseldorf, Henrik. Wo steckst du genau? Ja, ich bin gerade noch so in den Zug gestiegen in Düsseldorf. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen hören. Also ich denke, einige HSV-Fans haben es nicht mehr geschafft. Die U-Bahn wurde, glaube ich, auch noch etwas auseinandergenommen, ist zu viel gesagt, aber da gab es auch noch mal Ausschreitungen eben und von daher habe ich es noch geschafft in den Zug. Ich vermute mal viele andere HSV-Fans nicht. Ja, die HSV-Fans haben heute nicht unbedingt positiv von sich reden gemacht, das soll aber jetzt nicht das Thema sein. Aber auch das Spiel war jetzt nicht so überzeugend. Wie hast du es gesehen? Ja, es war ein ganz schwaches Spiel vom HSV, das haben auch alle so gesehen, nicht nur ich. Auch Tim Walter, der Trainer, hat das so gesehen. Robert Glatzel, der das späte Tor gemacht hat, hat sogar von der schlechtesten Halbzeit der Saison gesprochen. War mit Sicherheit eine der schlechtesten, wenn nicht vielleicht auch die schlechteste. Ich erinnere mich da auch noch an ein Spiel in Aue in der Hinrunde. Aber ja, beim HSV lief heute von Anfang an sehr, sehr wenig zusammen, was zum einen an einer sehr guten Düsseldorfer Mannschaft lag, aber natürlich auch am HSV, der sein Spiel überhaupt nicht durchbringen konnte. Viele Ballverluste, keine Durchschlagskraft nach vorne und auch Glück, dass der HSV nicht viel früher in Rückstand gegangen ist. Also da hatte Düsseldorf sehr, sehr viele gute Chancen und hätte auch eigentlich schon viel früher das 1-0 machen müssen und hätte auch eigentlich der Sieger sein müssen heute. Natürlich muss man jetzt auch zugute halten, dass der HSV aus einem Corona-Ausbruch kam. 9 infizierte Spieler waren es, glaube ich, insgesamt. Einige davon haben heute auch gespielt. Hattest du den Eindruck, dass das eine Rolle gespielt hat in dem Spiel heute? Ja, also den Eindruck konnte man haben. Allerdings waren es jetzt am Ende 4 HSV-Profis in der Startelf, die aus einer Corona-Infektion kamen. Bei Düsseldorf allerdings genauso, da waren es auch 4 Spieler. Also das ist mit Sicherheit nicht das alleinige Kriterium gewesen heute, dass der HSV so ein schwaches Spiel gemacht hat. Es piept hier gerade, wir halten am Düsseldorfer Flughafen und dem einen oder anderen Spieler hat man dann schon gemerkt, dass die Kräfte da heute irgendwie nicht so richtig da waren. Sonny Kittel war irgendwie überhaupt nicht frisch, allerdings hat er jetzt auch die vergangenen Wochen schon nicht so richtig gut gespielt. Also ja, das kann natürlich ein Grund sein, aber mit Sicherheit nicht der Hauptgrund. Das ist ja am Ende noch ein Punkt geworden. Würdest du jetzt mit Blick auf die Tabelle sagen, wertvoller Punkt oder einfach 2 Punkte zu wenig? Auf jeden Fall 2 Punkte zu wenig, wenn man sich die Tabelle anguckt. Also der HSV verliert immer mehr die oberen Plätze aus der Sichtweite. Andererseits natürlich kann dieser Punkt noch am Ende Gold wert sein, wenn man dann sich die Schlussabrechnung anschaut. Durch das Nachholspiel hat der HSV ja noch die Chance, wieder zumindest den Abstand zu reduzieren, hat auch noch 4 weitere Heimspiele dann und muss einfach die Spiele jetzt gewinnen. Und dann kann natürlich dadurch, dass die anderen Mannschaften sich noch viele Punkte gegenseitig wegnehmen, der Abstand noch mal kleiner werden. Aber so wie der HSV heute gespielt hat, wird das mit Sicherheit nichts. Scheint es sich ja so ein Trend fortzusetzen, dass der HSV gegen die guten Mannschaften richtig gut spielt und gegen die vermeintlich kleineren Mannschaften sich richtig schwer tut. Täuscht das? Nein, also ich würde Fortuna Düsseldorf eigentlich nicht als kleinere oder vermeintlich leichtere Mannschaft sehen. Die stehen zwar unten mit drin, haben aber eine richtig gute Mannschaft, haben einen richtig guten Kader. Also gerade offensiv ist das eigentlich auch eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielen müsste und hat jetzt auch unter Daniel Thun, finde ich, wieder die Form. Wenn das früher so schon gelaufen wäre, würde Düsseldorf mit Sicherheit jetzt auch vorne mitspielen. Aber natürlich, wenn man sich jetzt das Restprogramm anguckt, der HSV spielt noch gegen viele Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Vermeintlich einfaches Restprogramm, aber gerade im letzten Jahr war es sehr ähnlich. Und da der HSV dann auch die letzten 7 Spiele gegen Mannschaften wie Sandhausen, Regensburg, Karlsruhe, Osnabrück, hat dann da im Prinzip Nerven gezeigt, hat seine Form verloren, hat die Stimmung in der Mannschaft verloren. Und da muss der HSV jetzt aufpassen, dass das in diesem Jahr nicht wieder passiert. Jetzt wird er erstmal gar nicht gespielt, es gibt eine Länderspielpause. Würdest du sagen, die kommt jetzt vielleicht sogar zur rechten Zeit und muss vielleicht Tim Walter sogar ein zweites Mal in dieser Saison nochmal wirklich über seine Taktik nachdenken? Ja, das wird er mit Sicherheit nicht tun. Tim Walter wird bis zum bitteren Ende sein System durchziehen. Natürlich kann es da hier und da mal Anpassungen geben. Aber ja, er wird jetzt diese Länderspielpause auch nutzen, um nochmal Kräfte zu sammeln. Also das war jetzt schon eine anstrengende Phase, auch wenn der HSV jetzt ja gar nicht gespielt hat, die letzten 2 Wochen.
Aber es steht ein sehr, sehr schweres Programm an im April und da muss der HSV jetzt wirklich die Zeit, die Länderspielpause nochmal nutzen, um da alle Kräfte zu bündeln. Die Leitung lässt ein bisschen nach, ähnlich wie der HSV heute. Deswegen würde ich sagen, wir brechen das an der Stelle ab. Herzlichen Dank für die Einschätzung. Gute Heimfahrt und wir hoffen auf Besserung im April.